Auf geht's. Ist hier jemand? Ist hier jemand? Hier drüben! Hier drüben! Hier drüben. ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Fracht geprüft. Vielen Dank. Fracht wird geliefert. Danke. Wir alle spüren den Verlust von Central North City. Keiner wusste, was das für die Organisation bedeuten würde, oder für die UCA, oder für uns. Aber das Oxytocin wird den Stress lindern und helfen. Schon bald sind wir wieder auf Kurs. Lass mal sehen. Großartig. Danke nochmal. Wie es scheint, ist alles intakt. Und unser Wegposten hoffentlich auch bald. Zweiten Team, oder? Wo sind die anderen? Tot. Beim Lehrersturz gestorben. Im Ernst? Die Explosion hat sie alle erwischt? Und jetzt haben sie dich alleine losgeschickt? Wäre es bloß eine Lieferung, wäre es eine Sache. Boten kommen ja ab und dann vorbei, aber... Das zweite Team sollte den Cupid mitbringen und uns vernetzen. Seit 3 Jahren warten wir auf Hilfe. Seit 3 Jahren! Und sie schicken uns einen Mann? Scheiße, scheiße, scheiße. Hast du wenigstens mehr als das Oxy dabei? Ja, den Cupid. Du... wirklich? Also stimmt es? Er funktioniert endlich? Tja, dann bist du vielleicht die Antwort auf meine Gebete. Worauf wartest du noch? Schließ uns ans Netz an!
Verbindung mit Capital Not City bestätigt. Es passiert wirklich, wie Amelie versprochen hat. Endlich können wir das tun, weshalb wir hier sind. Hey, du gehst nach Westen, oder? Viele Leute werden froh sein, dich zu sehen. Wahrscheinlich gehst du bis zur Küste, oder? Was bedeutet, dass du Amelie persönlich treffen wirst? Oh, das ist ja mal was. Das ist wirklich etwas. Ich habe sie nie kennengelernt. Ich habe während der ersten Expedition nur ihre Holonachrichten gesehen. Naja, egal. Gib unterwegs auf dich Acht. Da draußen treiben sich miese Typen rum. Mehr als gute, sagen manche. Aber das weißt du ja selbst. Vielen Dank, Sam. Jetzt, da dieser Wegposten im chiralen Netzwerk ist, haben wir hier in Capital Not City endlich direkten Kontakt zu ihm. Ja. Und jetzt? Westlich des Wegpostens stehen Bauten, die unsere letzte Expedition errichtet hat. Und jenseits davon liegt dein nächstes Ziel, Port Not City. Die Stadt liegt am Ufer eines vom ersten Leeresturz geschaffenen Kratersees. Dein Ziel ist es, Port und Capital Not zu verbinden. Doch dazu musst du unsere Anlagen als zusätzliche Wegposten nutzen. Sie sind für die Herstellung einer stabilen Verbindung nötig. Aufgrund der großen Distanzen. Wir wollen ein Verteilerzentrum und ein Windkraftwerk benutzen. Und als erstes solltest du das Verteilerzentrum aufsuchen. Dorthin muss sowieso etwas Fracht geliefert werden. Nimm die Fracht am Lieferterminal in Empfang. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. Deine harte Arbeit zahlt sich aus, Sam. Dank der verbesserten Netzkapazität kann dich das HQ ab sofort mit zusätzlichem Material versorgen und dich besser unterstützen. Das sollte nützlich sein. Gute Arbeit, Sam. Wie ich sehe, hast du verlorene Fracht dabei. Du kannst sie hier zur Verarbeitung einreichen. Wenn du unterwegs mehr verlorene Fracht findest und sie nicht selbst ausliefern kannst, deponiere sie doch in einem Lager. Dort sind sie in Sicherheit, bis ein anderer Bote vorbeikommt und sie ausliefert. Selbst wenn sie bis zur Auslieferung noch durch ein Dutzend Hände geht, weißt du, dass du deinen Teil beigetragen hast. Wird geliefert. Sam, mit diesem TCK kannst du einen Briefkasten bauen.
Dateneinschränkung aufgehoben. Oben. Zu deinem Ziel, wenn sie dich nicht kriegen sollen. Das ist für dich. Hey!
nicht, Sam? Keine Ahnung. Das Kleine sieht nicht gut aus. Keine Sorge. Seine Funktionen wurden vorübergehend ausgesetzt, aber die kann man wiederherstellen. Die notwendige Wartung kann ich in einem Verteilerzentrum durchführen. Aber beeil dich! Schreitet die Belastung deines Bibis vertretbare Werte? Löst sie die Produktion schädlicher Verbindungen aus und der Körper beginnt sich praktisch selbst anzugreifen. Das nennt man Autotoxämie. Wenn dein Bibi nicht richtig funktioniert, suche deinen privaten Raum auf und benutze den Inkubator dort. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Pracht geprüft. Vielen Dank. Anzug wird dekontaminiert. Ruhe empfohlen. Netzwerk erweitert, wenn er nicht gerade ausliefert. Also was führt dich zu uns? Mal sehen. Der absolute Wahnsinn. Danke. Du musstest auch durch GD-Gebiet, um hierhin zu gelangen, oder? Sie haben nicht übertrieben, als sie meinten, du wärst eine Legende. Netzwerk verbinden.
vielen Dank, dass du mehr Leute in die UCA holst. Anscheinend sind wir im Chiralen-Netzwerk. Und mit dem mitgebrachten Material für unseren Chiralen-Drucker können wir hier Vorräte herstellen, wenn du welche brauchst. So können wir uns bei dir revanchieren. Begib dich jetzt nach Westen und mach weiter dein Ding. Gut, das Verteilerzentrum ist im Netzwerk. Sam, tu mir einen Gefallen. Bring dein BB in einen privaten Raum und verbinde es mit dem Inkubator. Gute Arbeit. Sam, über Gemeinschaftskästen kannst du Fracht mit anderen Booten austauschen. Batman, bist du da? Ich brauche Hilfe. Okay, Sam. Entferne die Kapsel und verbinde sie mit diesem Inkubator. Ist drin. Gut. Es hatte nur gerade zu viel Stress. Das wird besser, sobald es wieder im Leib seiner Mutter ist. Mutter? Auf der Intensivstation in Capital Not City. Hirntod natürlich. Du meinst Todmutter? Genau. Die Gebärmutter einer Todmutter verbindet die Welt der Toten mit dem BB. Und du wiederum verbindest dich mit einem BB, wodurch du dann GDs wahrnehmen kannst. Diese Kapseln wurden geschaffen, um die Gebärmutter einer Todmutter zu simulieren. Babys müssen immer glauben, sie seien in einer, damit sie richtig funktionieren. Allerdings funktioniert diese Täuschung auch nicht ewig, weshalb wir die Umgebungsdaten regelmäßig aktualisieren müssen, durch die Synchronisierung mit einer Todmutter via chiralem Netzwerk. Da. Das Update läuft jetzt. Gerade synchronisiert sich die Kapsel mit der Todmutter in Capital Not City und konfiguriert ihre Einstellungen auf Basis der neuesten Daten. Wenn du dein BB so in die Gebärmutter zurückversetzt, sinkt sein Stresslevel vorübergehend. Denn genau dort gehört es ja eigentlich auch hin. Das Kleine scheint glücklich.
Ich versuche, die Oxytocin-Dosis anzupassen. Die Autotoxämie sollte jetzt deutlich langsamer einsetzen. Wir sollten bald Ergebnisse haben. Wie dem auch sei. Ruh dich aus. Du und dein BB, ihr seid beide erschöpft. Gute Nacht, Sam. Kannst du mich sehen? Wie läuft es da drüben? Ich bin unbewacht, weiterhin nicht gefesselt und kann doch nicht weg. Aber wenn du weiter Verbindungen schaffst, wenn du zu mir kommst, dann gehen wir in den Osten, nach Hause. Danke. Ich mein's ernst. Es ist schlimm. In den Städten leben heute immer weniger Menschen. Niemand bekommt mehr Kinder. Aber Menschen sind nicht fürs Alleinsein gemacht. Sie sollen zusammenkommen, einander helfen. Und wenn wir als Volk das nicht schaffen, uns nicht wieder verbinden können, dann, naja, behält Bridget recht. Wir sterben aus. Ach komm. Amerikas Wiederaufbau erlöst uns nicht von den GTs. Solange sie noch da sind, gibt es keinen Ausweg. Aber wir haben wenigstens Hoffnung. Ich werde warten, Sam. Dich warten. Komm und finde mich. Hallo, Sam. Hier ist Hartman. Da du wach bist, könntest du dich wohl etwas frisch machen. Wie wäre es denn mit einer Dusche? Duschen ist gut für Körper und Seele und auch für meine Forschung.